Hallo, ich bin's wieder, der Didi von Fishing Tackle Max. Ich hatte euch ja im März bereits in einem Video gesagt, dass wir trotzdem, trotz Corona, auch auf Ware aus China warten und auch weiter produziert wird in China. Und heute ist wieder ein Container eingetroffen mit vielen neuen Produkten, aber auch natürlich vielen Produkten, die im Bestand schon waren und jetzt ausverkauft waren. Und ja, wir sind froh, dass die Lieferketten nicht unterbrochen sind und es weiterläuft. Unter anderem sind in dem Container unsere Spoonboxen. Ich glaube, alle 7 Sorten sind da jetzt wieder mit drin. Die Finesse-Routen sind dabei, die Cobra-Route, wo viele schon drauf warten. Ja, die Spring-Rolle in allen Größen ist dabei. Viele Kleinteile, Spoons, Rodeo-Spinner. Die Virus-Power-Route 2,40 Meter ist ein neues Modell, also eine neue Länge ist mit dabei. Ja, und viele andere Sachen noch. Wegen der Corona-Krise waren wir ja dieses Jahr im Februar nicht in China, wo wir sonst immer im Februar sind zur Messe. Und danach fliegen wir in die einzelnen Regionen und gucken unsere Lieferanten durch und besprechen die neuen Ordern und neue Produkte. Das haben wir natürlich vor Ort hier, von hier aus gemacht, aus dem Büro. Haben viel kommuniziert und es wird auch weiter produziert in China. Also wir machen uns da groß jetzt erstmal keine Gedanken. Aber ich gehe mal davon aus, dass es in den nächsten 1-2 Jahren da auch zu Lieferengpässen kommen wird, weil halt die ganze Welt nicht drüben war und 3 Monate sich fast gar nichts getan hat. Jetzt zögern viele auch noch mit ihren Bestellungen und irgendwann kommen die Bestellungen bei den Produzenten wieder so an, dass die den Druck gar nicht standhalten können. Und ich habe sehr viel große Ordern gemacht. Ich hoffe, dass wir damit nicht uns das Lager nur vollstecken, sondern auch verkaufen. Aber ich hoffe mal, dass wir auch lieferfähig bleiben, wie wir das in den letzten Jahren versucht haben, eben immer zu machen. Dann gucken wir mal in einige Kartons jetzt rein. Was haben wir hier? Das ist die Traut Elisa für unseren belgischen Vertrieb. Ronny van der Busche, forellenshop.be. Das ist seine eigene Serie. Neben dieser Route hat der Ronny auch noch viele andere Sachen von Fishing Tackle Max in seinem Programm, in dem Webshop. Und er macht auch den Vertrieb für die Produkte an den Fachhandel in Belgien. So, dann gucken wir mal, was in diesem Karton drin ist. Auf jeden Fall was Gelb-Schwarzes. Das ist unsere neue Kleinteile Wobblerbox Jumbo. Natürlich auch mit unserem Logo drauf, wie üblich. Auch das dreiteilige Spoon Hardcase ist wieder eingetroffen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und seid relativ gut durch diese Krise gekommen. Wir kehren ja jetzt so langsam wieder ins alltägliche Leben zurück und hoffen, dass wir keinen Rückschritt machen, sondern dass wir positiv nach vorne denken und ihr auch alle angeln geht und wir hoffen, dass ihr demnächst dann auch unsere neuen Produkte kauft.